Da sind wir wieder und wir stehen kurz vor dem Schloss Finn, wo Prinzessin Hilda schon auf unsere Ankunft wartet, denn sie möchte ja das Ultima Grimoire endlich ja sehen oder uns vermutlich sagen, wie wir weiter damit verfahren sollen. Also fragen wir doch einfach mal ohne größere Umschweife. Und Layla ist wieder da. Als der Strudel das Schiff in die Tiefe sog, wurden wir getrennt. Ich dachte schon, die Tiefsee wäre euer Grab geworden. Ja, zum Glück nicht. Da halten wir endlich den mächtigsten Zauber der Welt in unseren Händen. Doch was nützt es uns, wenn wir vorher von einem Wirbelsturm verschlungen werden? Stimmt, den habe ich auch im Hintergrund gesehen, dachte mir aber noch nichts so wirklich dabei. Dann wollen wir darüber doch mal reden. Mit dem Gordon. Man müsste schon fliegen können, um sich hineinzuwagen. Ja, aber wozu sollen wir das denn wollen? Die dunklen Mächte, derer sich der Imperator bedient, sind eine große Bedrohung. Altea, Gardea, Palum und Poft, sie alle sind dem Wirbelsturm zum Opfer gefallen. Und nun hat er Kurs auf Finn genommen. Zweifelsohne kontrolliert der Imperator selbst den Wirbelsturm. In Ordnung. Möchte sie irgendwas mit dem Ultima Grimoire anstellen? Nö, der ist einfach weg. Den haben wir jetzt irgendwie dabei. Aber wir können nichts damit so weiter tun, wie es scheint. Ach doch, wir können jemanden den Zauberspruch Ultima lehren, der einen geheimen, ultimativen Zauber mit großer Zerstörungskraft darstellt. Ich dachte, das wäre ein wertvolles Item oder so. Na gut, dann lassen wir Maria diesen lernen. Wir vergessen Fluch und geben Maria das Ultima Grimoire, das scheinbar gar nicht so besonders ist, wie ich gedacht hätte. Naja, was soll's. Ich habe mich in der Zwischenzeit wieder geheilt und hab einen kleinen Shopping-Tour auch gemacht und habe mich wieder mit Heiltränken ausgerüstet. Wir können also auf unser neues Abenteuer Kurs nehmen. Und ich nehme an, dadurch, dass Gordon uns gesagt hat, dass es gut wäre, dass man fliegen kann, um sich dort hineinzuwagen, dass wir auch unseren alten Freund Sid wiederfinden müssen. Die Frage ist, wo der sich aufhalten könnte. Denn, das hat uns Prinzessin Hilda schon gesagt, viele, viele Städte sind leider mittlerweile platt gemacht worden. Man sieht es auch auf der Weltkarte. Bis auf Finn haben auf diesem Kontinent nur wenige Städte und Dörfer sich hier halten können. Also Altea, Palum, Poft und so weiter sind gar nicht mehr dabei. Dann würde ich mal gucken, dass wir vielleicht in der Stadt schauen, ob wir Sid irgendwo sehen oder ob uns jemand in der Stadt Finn sagen kann, wo er ist, wo wir ihn finden könnten. Wir brauchen halt ein bisschen mehr Infos. Alle sind tot. Wie aus dem Nichts tauchte ein gigantischer Wirbelsturm auf und riss alles und jeden mit, als hätte er einen eigenen Willen. War das hier nicht auch das Zuhause von Paul dem Langfinger? Vielleicht hat der eine Ahnung? Vergesst es, Leute. Das ist selbst für euch eine Nummer zu groß. Der Wirbelsturm ist nicht zu besiegen. Ihr wollt allen Ernstes in den Wirbelsturm reinfliegen? Seid ihr des Wahnsinns? Na schön, schaut mal neben dem Bett an der Wand. Nehmt, was ihr braucht. Neben dem Bett an der Wand? Okay. Da ist ein Geheimgang mal wieder. Okay, schön. Viele, viele Truhen. Ninja-Gewand, Diebeshandschuhe, Elixier, Silberharnisch, Blutklinge, Haarnadel, Goldharnisch sowie ein Rubinenpanzer. Ja, das ist ja schön und gut. Ist ja wirklich auch toll, dass er uns das alles so in die Hand gibt. Aber was haben wir davon aktuell?
Blutklinge, besonders interessant, weil es ein Schwert ist, das seinem Opfer auch noch zusätzlich Lebenspunkte entzieht. Alles andere kennen wir schon und haben wir jetzt optimiert an alle weitergegeben. Ich denke immer noch, dass wir zu Sid müssen, aber wie wir den treffen können aktuell, müssen wir mal hinterfragen. Vielleicht mit Luftschiff. Na, da sagt er uns auch nichts. Das ist schlecht. Na gut, dann begebe ich mich wohl mal auf die Suche nach Sid. Bis gleich, hoffe ich. Mal sehen. Habt ihr genauso leichtgläubig wie ich gedacht, dass von einem Luftschiff etwa die Rede gewesen wäre? Nein. Ich habe eben gerade die halbe Weltkarte abgesucht und Sid nirgendwo gefunden. Wenn ich aber bei Hilda das Wort Drache mal nachprüfe, dann kommt Folgendes. Das vom Drachenzahn reflektierte Licht, das auf den Spiegel fiel, hat damals die Drachen gerufen. Ja, wir müssen einen Drachen rufen. Also ja, irgendwo macht es natürlich Sinn, weil wir jetzt mit Richard auch einen Drachenritter dabei haben und so weiter und so fort. Ist ja alles okay. Aber die Verbindung habe ich nun ehrlich gesagt nicht geschlossen nach den Konversationen bislang. Und auch diese Wiedererinnerung an den riesigen Spiegelraum. Naja, ich finde, das kann man sehr leicht verpassen. Ich wäre jetzt auch in den Konversationen mit Hilda nicht davon ausgegangen, dass wir wieder hierhin müssen. Aber es ist egal. Ein glatter Spiegel und wir werden den Drachenzahn einsetzen. Das Licht, das der Drachenzahn reflektiert, wird vom Spiegel absorbiert. Wir erinnern uns, wir haben mal ein Drachenei in diese Quelle gestoßen und damit scheinbar den letzten Drachen der Welt gerettet. Ein kleiner Drache ist in dem Spiegel zu sehen. Es ist der letzte Drache, der aus dem Drachenei geschlüpft ist und er fliegt mit atemberaubender Geschwindigkeit Richtung Finn. Wunderbar. Drache und Drachenritter sind wieder vereint. Und so können wir jetzt also in den Wirbelsturm hineinfliegen. Scheint jedenfalls so. Aber vorher müssen wir noch einen Hilgigas und einen Heerführer zur Strecke bringen. Antiklimatischer geht's auch hier mal wieder nicht. Naja. Also genau, ich habe mich in der Zwischenzeit eben darauf aufgemacht, den Sid zu finden, aber keine Spur mehr von ihm. Du bist doch eben gerade da reingeflogen. Okay. Wir sind nun also im Auge des Wirbelsturms selber und auch hier haben wir es wieder mit einem Höhensystem zu tun, das verschiedene Türen schon im ersten Stockwerk bereithält und natürlich auch eine Menge an Gegnern. Wir wollen auch hier wieder ein bisschen unsere verschiedenen magischen Angriffe versuchen aufzuleveln, während Richard ruhig mit den Äxten draufkloppen kann. Das hat sich bisher sehr bewährt, diese Strategie. Warum also nicht fortführen? Dann bin ich ja mal gespannt, worum es hier geht. Also ist der Wirbelsturm womöglich der Eingang, die Pforte zu einer anderen Welt?
Oder ist es eigentlich eine Apparatur, die der Imperator nur betätigt und in dessen Zentrum er sich befindet, womit er jetzt alle Widerstände zerbrechen will? Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich weiß es eben nicht. Aber für den, ja, also für diesen Sprung von Luftschiff hin zu Drache hat es bei mir im Kopf nicht gereicht, muss ich leider zugeben. Ein Ripper erhalten. Ein sehr scharfes Messer erlaubt einen Zusatzangriff. Ja, das nimmt die Maria auch gerne auf. Sehr schön. Hier geht es jetzt noch weiter. Und wir haben einen Holzgolem uns gegenübergestellt bekommen. Naja. Er sieht ja nicht unbedingt sehr nach Holz aus, meiner Meinung nach. Eher nach Lehm. Aber entsprechend reagiert er in jedem Fall auf die Feuerzauber von Firion. Und zerbricht auch daran. So, ich bin mir jetzt unsicher, ob wir diese Tür schon hätten nehmen sollen. Cockatrice, 5 Stück und wir sind im Hinterhalt gelandet. Das kann böse enden. Ihr erinnert euch, die können uns versteinern. Daher müssen wir schnell versuchen, ihren Bestand herunterzubringen. Ja, jetzt ist es wenigstens ausgeglichen erstmal. Ja, okay. Das sieht gut aus. Das kriegen wir hin. Wir sind auch mittlerweile sehr nah daran, endlich einen der Zaubersprüche auf die Stufe 10 zu bekommen. Firion kann jetzt nämlich Feuerzauber der Stufe 9 mittlerweile schon aussprechen. Ich weiß nicht, ob sich dann schon die Animation ändert. Also ich bin mir unsicher, welche Stufenabstände dafür gewährleistet sein müssen. Aber wir haben ja schon zwischendurch gesehen, dass Zaubersprüche mindestens die Stufen 16 annehmen können. Mal gucken. So. Holzgolem mal wieder. Alles ist mir lieber als irgendwelche Schleim- und Gelee-Monster. Die halten immer alles nur auf, unnötig. Eingeschläfert durch einen Angriff des Holzgolems. Na gut. Dann wissen wir da schon mal ein bisschen mehr Bescheid. So. Und hier befindet sich eine weitere Schatztruhe. Oh. Irgendwelche Stromplatten oder ähnliches sind auf dem Boden verteilt und machen uns das Leben ein bisschen schwieriger. Aber immerhin scheinen wir hier auch nur einen optionalen Weg eingeschlagen zu haben. Damit können wir diese Schatztruhe am Ende ohne schlechtes Gewissen aufnehmen und haben nichts verpasst. Schön. Naja, dann schreiten wir immer schneller wohl auf das Finale zu. Wenn also Final Fantasy 2 ähnlich lang ist wie Final Fantasy 1, dann dürfte das in ein, zwei Parts auch beendet sein, hoffe ich. Denn ich freue mich natürlich auch immer auf ein neues Projekt und mal zwischendurch wieder ein kleines Indie-Spiel oder so in den Fokus zu rücken. Das macht schon Freude. Mal gucken, wofür ich mich entscheiden werde. Giftbeil erhalten. Ein mit Gift präpariertes Beil. Ja, Firion greift sich das sofort. Sehr schön, guter Mann. Heerführer und Lamia. Mhm. Mal sehen, gegen was die am schwierigsten reagieren oder wie auch immer man das nennen will, was ihnen am meisten Schaden zuführt an den Zaubern. Bisher sieht das alles sehr, sehr ausgeglichen aus. Naja, passt schon. Bringen halt auch wieder alle zum Schlafen mit ihren normalen Angriffen.
Aber das ist ja nicht so gefährlich im Normalfall. Das hingegen... Verführen macht also konfus und bringt den jeweiligen Betroffenen dazu, die eigenen MitstreiterInnen anzugreifen. Naja. Richard schläft noch, daher ist das okay, aber mal gucken, wie lange. Der kann ja ganz schön zerfetzen, aber Bestände an Heiltränken sind wieder hochgesetzt worden, daher passt das. Sehr schön. Fiese Gruppen hier in jedem Fall. Also wirklich auch angemessen für den letzten Bereich des Spiels, meiner Meinung nach. Ja. Satanskraut, immerhin nur ein einziges. Oh, Blitz jetzt auch schon auf Stufe 9. Ja, super. Das erfreut. Weiter geht's. Und wir würden auch keine Schatztruhe überspringen. Ja, super. Camilla. Eieiei. Eine noch schlimmere... Vampirform, Vampirenform scheinbar. Die aber auch auf Feuerzauber heftig reagiert. Ja, immerhin. Mit Firion als Verwirrtem in der Gruppe lässt es sich wirklich nur minimal gut kämpfen, muss ich sagen. Versuchen wir mal, Richard wieder zu beleben und ja, hoffen, dass sich Firion bald wieder einbekommt hier. Mann, ey. Ja, dann kann ich so auch laufen lassen dabei. Ja gut, immerhin hat sich Firion wieder einbekommen. Das ist schon mal schön. Zwar eine Phönixfeder verschwendet, wie ich fürchte jetzt, aber nö, das passt. Ja, die werden nachher geheilt. Wir brauchen jetzt erstmal einen schnellen Abschluss des Kampfes. Passt auch. Sehr gut. Stimmt, natürlich. Sind die Vampirinnen anfällig gegenüber Feuer, Sonne und so weiter. Man kennt's ja. Habe ich gar nicht daran gedacht. Ein nettes Detail. Ich habe ja vorher, glaube ich, bisher noch nie Zauber gegen die versucht einzusetzen. Aber ergibt Sinn. Ein Ordensretter. Ritter. Mhm. Ja, der hatte eine sehr kurze Premiere. Aber so ist das halt. Richard kann andere Ritter scheinbar nicht so gut ausstehen, wenn sie nicht seinem Orden der Drachenritter angehören. Hat jedenfalls einen sehr kurzen Prozess hier gerade gezeigt. Sehr schön. So, wo geht es jetzt hier weiter? Wieder zwei Türen. Wir nehmen die erste. Hillgigas und Heerführer und Bomben stellen sich uns entgegen. Aber die Bomben werden sich sehr schnell, fürchte ich, wieder selber aus dem Spiel nehmen. Das ist nicht so bitter hier. Ja, ein bisschen braucht der Richard noch, bis er sich komplett eingespielt hat, was auch seine Attribute angeht bezüglich Verteidigung.
und Lebenspunkte, aber an und für sich jetzt schon eine enorm positive Gestalt für das Team. Sehr schön. Zwei Truhen. Satanskraut, ja, im Angriffsvorteil super. Bye, bye. Und wir haben Diamanthandschuhe gefunden. Ja, die geben wir natürlich so auch gerne weiter. Ordensritter, Holzgolem, bla bla bla. Und tschüss. Ja, das sieht doch ganz gut aus mittlerweile. So, die nächste Truhe und ein Diamanthelm noch dazu. Alles wird wieder optimiert und wir können uns auch hier wieder verabschieden. 7 Cockatrice? Ernsthaft? Na, mal sehen, wie lange das noch gut geht. Bisher haben wir Glück gehabt bei unseren Treffen mit diesen Mistviechern. Aber ich weiß immer nicht, wie lange das Glück anhält. Deswegen halte ich immer brav jetzt meinen Zeigefinger oder Mittelfinger über der Q-Taste, weil ich keine Lust habe, dass die uns alle versteinern. In einem Rutsch. Nö, das sieht sehr gut aus. Die Entspannung setzt damit ein. Wunderbar. Weiter geht's. So. Na kommt. Lasst euch von denen nicht abhalten, macht kurz einen Prozess und dann kommen wir auch schnell im Wirbelsturm voran. In Ordnung. So. Die nächste Treppe folgt und damit auch ein neuer Abschnitt. Ich hoffe, dass wir jetzt aber nicht so viele Stockwerke uns hier angucken müssen, weil, naja, es ist ja doch schon relativ klar, wohin die Reise geht. Da wird auch wieder irgendein Zwischenboss auf uns warten. Wir müssen irgendwann noch das Mysterium um Marias Bruder gelöst bekommen. Der wird also hier bestimmt auch irgendwie auftreten. Genau. Also dieser Wirbelsturm, das sieht nicht nach einem natürlichen Phänomen aus und auch nicht nach einem Zauberspruch. Weil wie kann sich darin ein Dungeon, ein Turm oder wie auch immer befinden? Das ist ja... wirkt nicht gerade nachvollziehbar. Wir haben auch Stromplatten schon gesehen. Also, naja. Eher eine große Maschine, so wie es scheint. Mhm. Da müssen wir wirklich aufpassen. Diese Gotos... Krieger, glaube ich, konnten uns auch verwirren durch einen einzelnen Angriff. Und da, gerade bei Richard, mache ich mir da schon immer Sorgen. Mhm.
Ich habe hier jetzt wieder eine Fliege um mich herum und verscheuche sie. Komm. Was soll ich dazu sagen? War eine perfekte Zwischendurchbeschäftigung, während wir hier mit dieser Truppe gekämpft haben. Und wir haben einen weiteren Ripper gefunden. Das ist ja unglaublich. Eine der bislang stärksten Waffen, die sich dann uns einfach nach einem gewöhnlichen Zwischendurchkampf nochmal in den, die uns dann in den Schoß fällt. So, ich habe jetzt hier ein kleines Problem. Hier sind zwar zwei Truhen am Ende, aber auch nochmal weitere Treppen. Das folgt dann ein bisschen merkwürdig. Da würde ich denken, welcher ist jetzt der optionale Weg? Ist das der optionale oder der andere? Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Nee, der andere ist der optionale wieder. Wirklich der, der links zuerst steht. Weil die im Zentrum, habe ich gerade nochmal geguckt, auf dieser Minimap, da gab es nur eine einzige Treppe, die dann wiederum nur zurückgeführt hat. Daher gehe ich davon aus, dass wir auch da wieder hin und her gehen können. Schauen wir mal, was uns das bringt. Die Magiepunkte unserer Truppe nähert sich auch Schritt für Schritt dem Ende. Wobei ich ja jetzt wieder genügend Äther gekauft habe, um die weiter zu trainieren. Und wir haben ein weiteres Flair-Grimoire erreicht. Also was geht denn heute hier ab? Hier wird uns ja alles hinterhergeschmissen. Ja gut, dann gebe ich Firion diesmal Flair. Und werde ihn Toxicum verlernen lassen. Jo. Sobald einer unserer Kämpfer hier einen Zauber der Stufe 10 erreicht hat, werde ich mal umschwenken auf einen anderen Zauber. Also im Bereich von Firion und Guy wäre das dann Flair. Maria würde hingegen den Ultima-Zauber auch mal einsetzen und schon hoffentlich aufleveln. Denn diese Animation möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Aber das dauert noch einen kleinen Moment, je nachdem, wie viel die hier dazu kommen, ihre Zauber einzusetzen. Wobei ich denke, dass gerade dieser Wirbelsturm ja doch schon einige Etagen zu bieten hat. Gut. Hier unten gab es noch zwei Truhen. Ein ordentliches Aufgebot an Gegnern ist hier jedenfalls gegeben. Das ist schon so ziemlich der positivste Bereich, muss man sagen. Also sehr viele unterschiedliche Gegner, sehr kraftvolle Gegner. Es ist nicht zu langweilig, meiner Meinung nach. Das passt schon. Ja. Wir haben auf jeden Fall auch einen ordentlichen Angriff hier alle drauf. Und können enorm viel aushalten. Ich hoffe, da lohnt sich der Umweg jetzt auch. Nicht, dass da wieder nur am Ende irgendein Schild wartet, was eh keiner verwenden will. Ist ja leider schon ein paar Mal passiert. Genau, Maria kann jetzt keine Angriffe weiter ausführen mit ihren Zaubersprüchen. Firion ebenfalls nicht, aber da werde ich mal dafür sorgen, dass die jetzt wieder alle auf einen hohen Magiepunktestand kommen.
So, bitteschön. Jetzt reicht's aber auch. Wieder nur noch 12 Ether dabei. Und wir haben den Defender gefunden. Ein Schwert für die Defensive. Den aber unser Firion sofort nehmen will. Und damit müssen wir wieder alles hier neu umstellen. Naja, wenn er meint. Holzgolem zweimal ist dabei. Achso, ja, ich muss Maria wieder umstellen, dass sie auch ihren Zauber einsetzt. Das werde ich gleich nachholen, wenn die beiden Golem-Kreaturen uns angegriffen haben. So, bitteschön. Weiter geht's. Ja, Richard muss sich heute wieder mit einer neuen Waffenart auseinandersetzen und kann jetzt nicht einfach so mit den Äxten hier weiter herumschwingen. Das ist natürlich mal was Neues für ihn. Maria schläft, aber das passt schon. Dann darf Firion nämlich einfach nochmal mit Feuer angreifen und damit ist der Dämon der Golem Geschichte. Eine Falle, zwei Generale, ja. Haben wir jetzt auch nicht so die große Angst vor, würde ich meinen. Na, sieh mal an, die können doch ganz schön austeilen hier. Dann lasse ich Maria und Firion angreifen, während Guy unseren armen, geschlagenen Richard hier wieder aufpoliert. Das ist ja fies. Vielleicht muss ich doch auf normale Angriffe hier wieder wechseln. Wenn die so argen Schaden machen. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir es wirklich so. Wenn das besser läuft, dann muss das halt sein. Wenigstens einer von denen muss man hier weg. Naja, ist in Ordnung. Dann werden die gleich alle brav geheilt wieder und dann geht's hier gut voran. Alles nur eine Frage des jeweiligen Angriffs. Und ein Diamantpanzer wird uns für diese, ja, doch schon fordernde Geschichte auch geschenkt. Ja, sehr schön. Na komm. Sehr gut. Ich werde mal nur auf die normalen Angriffe zurückgehen, solange wir nicht wieder auf dem wichtigen, obligatorischen Hauptpart sind. Einfach, weil es ein bisschen schneller geht und damit wir mehr von dem Wirbelsturm in diesem Part sehen. Sehr gut. Wir haben einen weiteren Ripper erhalten. Ich glaub's nicht. Ordensritter, Holzgolem und tschüss. Wir werden wohl nie erfahren, was die Ordensritter so drauf haben. Ja. Das sollte jetzt auch genügen. Habe ich es doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Kleinen Moment länger hat es doch gedauert. Und ein weiteres Giftbeil. So. Vier Türen. Da bin ich ja mal gespannt. Uhrzeigersinn. Leerer Raum. Hm.
Leerer Raum. Jetzt werde ich wieder dafür bestraft, dass ich irgendwie ein bisschen neugierig war, ja? Natürlich. Am Ende rückt Final Fantasy II nicht von seinen normalen Begebenheiten ab und versucht uns nochmal auf die Nerven zu gehen. Na gut, wenn ihr meint, dass das sein muss, meinetwegen. Bisher bin ich in den letzten Parts ja doch wieder ein bisschen positiver gegenüber dem Spiel eingestellt. Ich freue mich darüber, dass sie hier andere Arten der Level, der Bereichs, der Weltgestaltung gesucht haben. Das ist schon mal besser. Der Turm von Mysidia war für mich einer der absoluten Tiefpunkte des Spiels. Daher bin ich da schon froh, dass sie da nochmal von abgegangen sind. So. Na komm. Richard braucht noch ein bisschen, bis er sich mit so Messerkämpfen anfreunden kann. Aber das kriegt er auch schon irgendwann hin. Ja klar, so ein Ordensritter ist ja eher Schwerter und Äxte gewöhnt. Ein weiteres Flair-Grimoire. Leute. Ja, dann wird Maria hier die richtige krasse Überzauberin mit Flair und Ultima im Team. Hätte ich ja nicht erwartet. So, und auch hinter der letzten Tür war einfach nichts. Ist okay. Man fragt sich halt schon immer, was dazu soll. Es kann natürlich sein, dass sie wirklich gesagt haben, oh, hier, die Leute gehen ja immer sofort zu dem, was sie zuerst sehen. Dementsprechend gehen sie erstmal die Treppen hoch, merken dann, oh, da ist ja nichts. Dann gehen sie weiter runter und merken, oh, die Truhen, die waren ja direkt vor unseren Augen. Hätten wir doch mal nur mehr nachgeguckt zuerst. Aber Leute, die diese Role-Playing-Games spielen, die sind ja eher dafür bekannt, einfach bei allem nachzusuchen. Daher kennt man doch ein bisschen sein Publikum mittlerweile schon und könnte dann sagen, ja gut, vielleicht machen wir es doch nicht so nervig und machen da nicht noch dies, das und jenes irgendwo hinter. Weil das ist ja nicht irgendwie einmal eine kleine Eigenart von Final Fantasy II gewesen, sondern es passiert ständig. Leere Räume, einfach Wege, die ins Nichts führen. Ja, ich weiß nicht. So, eine Goldrüstung haben wir noch erhalten. Die will aber keiner. Passt. Wir sind wieder auf dem Hauptpart und können jetzt auch wieder ein bisschen mehr Magie ausspielen, denke ich. Ja, eine einzige Truhe und ein einziger Durchgang. Das ist schon in Ordnung. Hexer, die uns in den Hinterhalt bringen. Hier sehen wir übrigens Flair. Esprit zum ersten Mal. Und nochmal Flair. Also ein wirklich gigantischer Zauber, der enormen Schaden verursachen kann. Bin ich sehr gespannt darauf, wenn wir ihn selber mal bald einsetzen, wie das so aussieht. Saugen und ein weiteres Flair-Grimoire, wenn ich jetzt mich nicht... Nee, Flug-Grimoire war das jetzt. Ich habe zu schnell durchgeklickt und das nicht mehr gesehen. So. Feuer, Blitz, Eis und Angriff. Bitteschön, Dankeschön, auf Wiedersehen. Wie gesagt, wenn wir einen mal haben, der einen Zauber mindestens der Stufe 10 beherrscht, werden wir auch mit Flair bzw. Ultima-Zaubern weitermachen. Ich hoffe jedenfalls, dass auch unsere ganz normalen eigenen Charaktere diese Stufe überhaupt erreichen können, also 10 und mehr, oder ob das nur den normalen Gegnern vorbehalten ist. Ich hoffe nicht. Das wäre eine unsinnige Einschränkung, aber man weiß leider ja nie bei Videospielen.
wie die so funktionieren. Ihre Level-Up-Systeme und ähnliches. Sehr gut. Ein weiterer Diamantharnisch und ein Remor, wo ich glaube, ich aber jetzt auch nicht nachgesehen habe, welches das war. So, alles optimiert und eine weitere Falle. Ein grüner Drache diesmal, der ordentlichen Schaden verursachen kann. Eis ist gar nicht schlecht, Blitz ist sehr gut und Feuer ist okay. Alles klar. Also mit Blitz werden wir dem Herr. Das dürfte nicht zu lange dauern. Mal gucken. Ja. Da bin ich optimistisch. Aber Richard könnte bald wieder abkratzen, wenn es schlecht läuft. Ich finde es immer so grandios, wenn irgendwelche Fallenmonster schwieriger sind als der Großteil der Zwischenbosse. Die Windflöte haben wir erhalten. Eine Flöte, deren Klang einen Wirbelsturm entstehen lässt. Sehr schön. Damit können wir sicher irgendwann einmal noch ein bisschen was hervorbringen, weil ich schon denke, dass wir derlei Gegenstände auch wieder im finalen Endkampf gebrauchen können. Und wir sind in einer Art Thronsaal angekommen. Der Imperator ist dementsprechend nicht mehr weit. Da ist er. Ihr möget die Drachen wiedererweckt und diesen Ort erreicht haben. Nichtsdestotrotz seid ihr lediglich Ungeziefer. Die Mühen, euch zu zerquetschen, nicht wert. Große Sprüche, aber nur zwei Ordensritter werden uns entgegengestellt. Mit denen hatten wir bisher keine großen Probleme. Aber eine schöne Hintergrundmusik diesmal. Ja. Also Mühe hat er sich wahrlich nicht gegeben. Glückwunsch, meine Herrschaften. Aber es geht noch weiter. Ja, jetzt hast du halt drei von diesen Dullis. Also die Zeit des Herumdödelns ist mittlerweile wirklich vorbei. Wir können jetzt gerne mal voranschreiten und in den finalen Endkampf gehen. Was hältst du denn davon? Dieses Vorgeplänkel braucht doch kein Mensch. Jo, ist gut. Hau rein. Und jetzt macht er 4 oder was? Wie mir scheint, muss es mehr gewesen sein als eine Reihe glücklicher Zufälle, die euch bis zu mir brachten. So, fühlt euch demnach geehrt, denn ihr werdet durch meine Hand sterben. Ist das jetzt wirklich der Endkampf? Nee, das sieht nicht danach aus. Aber der Imperator Swipe sieht erstmal sehr gut aus. Wir versuchen uns mal Schritt für Schritt vorzukämpfen. Mal gucken, was er kann. Gemach der Stufe 9. Sehr gut. Ich würde vorschlagen, wir werden uns auch dementsprechend verhalten und gleich nochmal Hast drauf spielen, weil das können wir uns jetzt eigentlich nicht erlauben, hier total verlangsamt zu werden. Leider weiß ich nicht genau, wer das hat. Haben wir noch ein weiteres Mal Hast? Ja, in Ordnung. Maria und Guy werden dem mal ein bisschen was entgegenwirken, hoffentlich mit dem Hasszauber, damit wir wieder in einem halbwegs guten Zustand da ankommen. Blitz der Stufe 10. Also bisher hat er noch nicht
derlei Angriffe gebracht, dass ich sagen würde, hui, wir müssen uns Sorgen machen. Das scheint mir nicht der letzte Kampf zu sein. Ich mag mich irren, aber ich glaube nicht dran. Dafür ist es alles noch zu freundlich gehalten gerade. So, jetzt haben wir alle im Haststadium und können eigentlich den Imperator selbst angreifen. Also wieder zurück auf Magie. Ja, passt schon. Mal sehen, wie viel er aushält, aber bisher hat er nicht besonders ausgeteilt, daher mache ich mir keine großen Hoffnungen. Das war's auch schon. Das wird aber nicht das Ende von Final Fantasy 2 sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir erhalten nämlich auch noch einen Diamantpanzer. Nie. Niemals. Ich werde niemals sterben. Das sieht mir gerade ein bisschen anders aus, Freundchen. Und weg ist er. Es ist vorbei. Der Krieg ist zu Ende. Lasst uns heimkehren nach Finn, wo alle auf uns warten. Dank eures Mutes und eurer Tatkräftigkeit konnten wir den Imperator bezwingen. Die Welt kann aufatmen und wieder Hoffnung schöpfen. Die Dunkelheit weicht dem Licht und eine Ära des Friedens beginnt. Virion, Maria, Guy und Richard, ich danke euch vom ganzen Herzen. Nie sollen eure mutigen Taten in Vergessenheit geraten. Von Generation zu Generation werden sie überliefert werden. Und nun lasst uns feiern. Viele sind gekommen, um einen Blick auf unsere neuen Helden zu werfen. Und Layla darf nicht mittanzen, oder wie? Das ist ja auch merkwürdig. Und wo ist überhaupt Richard? Aber gut, sei es wie es sei. Dennoch frage ich mich, was nun passiert. Also so richtig kann ich diese Tanzszene nicht genießen. Majestät, eine Katastrophe. Der Dunkelritter Leon hat sich selbst zum Imperator ernannt, bereits Anspruch auf Palmekia erhoben und es als neues Imperium ausgerufen. Seine Truppen marschieren Richtung Finn und zerstören und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Oh. Dunkelritter Leon fordert uns zum Kampf heraus. Unmöglich. Leon. Wir erinnern uns, Marias Bruder hieß Leon. Meine Theorie bestätigt sich also leider. Aber zunächst einmal müssen wir uns noch entgiften, bevor wir hier weiter voranschreiten. Und ja. Tja, es sieht wohl leider wirklich so aus, als würden wir gegen Marias Bruder Leon in den Kampf ziehen müssen. Und damit wird also auch Final Fantasy 2 bald sein Ende finden. Für heute reicht es uns aber, wir haben einen ziemlich interessanten Kampf geführt im Wirbelsturm, viele verschiedene Truppen gesehen, konnten uns ein bisschen aufleveln und sind nun sehr nah dran, das Spiel zu beenden. Bis bald!